Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das im Achtelfinale des DFB-Pokals. Und der FC trifft auf die Truppe des Hamburger Sportvereins. Und wie ihr seht, stehen wir hier am Pegelhäuschen unten am Rhein in Köln. Und das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass wir von gestern noch einen ziemlichen Pegel haben vom Bayern-Spiel im Gaffel am Dom. Kleines bisschen abgestürzt nach der Klatsche. Aber in erster Linie hat das damit zu tun, dass wir uns mal anschauen wollen in dieser PK, wie es denn um die Pegel dieser beiden Traditionsvereine aktuell steht. Ja, und dafür müssen wir am Pegel ganz weit runter. Wir haben in der Klamottenkiste gekramt und ein Motto rausgesucht von 2015. Und das übernehmen wir. Und das lautet, ja, unsere Stunde kommt. Eure Uhr läuft ab. Und darauf als allererstes natürlich wie immer 2 Kölsch auf 3 Punkte. Grüß euch, Leute. Ja, mit welchem Pegel wollen wir denn anfangen? Fangen wir doch mal mit dem FC an. Also gestern, das ist kräftig in die Hose gegangen gegen die Bayern. Da brauchen wir gar nicht groß drum herum reden. Eine überraschende Niederlage, würde ich sagen. Ne? Ich meine, der Abstand auf die Europaplätze hat sich ja nicht so wahnsinnig vergrößert. Und auch ansonsten waren die Ergebnisse eigentlich ganz okay. Das Spiel ist wirklich hochverdient so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Also starke Bayern. Lewandowski ist ja eigentlich eine glasklare Wettbewerbsverzerrung, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Und das hat man gestern gesehen. Ja, Pegelverzerrung. Ne? Ja, allerdings. Ja, gegen die hast du in der Form, kann man einfach nichts melden. Ich finde, dass wir es trotzdem gut gemacht haben. Und bei uns ist das Ding einfach auch hier zum Verrecken nicht reingegangen. Also wir hatten schon die eine oder andere Situation. Es muss nicht so hoch ausgehen. Also ich glaube, wenn man aufs Spiel selber guckt, dann gibt es doch das ein oder andere, was einem Mut macht. Ne? Ja, also genau. Für mich weiß da der Pegel eindeutig nach oben. Ne? Ja, also. Ja, und die beste Nachricht ist natürlich, dass es sofort weitergeht. Und das Spiel gegen den HSV ist ja viel wichtiger als dieses reine Bonusspiel gegen Bayern München, das natürlich toll gewesen wäre, wenn wir da unerwarteterweise gepunktet hätten. Haben wir aber nicht. Und jetzt können wir mit einem Sieg gegen den HSV ins Viertelfinale einziehen. Und das alleine ist ja auch schon eine Riesenchance, um sich dann auf dem Weg für Europa zu qualifizieren. Ja. Und wenn man auf die Pegelstände guckt, nämlich hier, ne, eure Uhr läuft ab, haben wir 2015 prognostiziert und 3 Jahre später war es dann soweit. Ja. Ne, dann muss man gucken, die sind jetzt auf Platz 5 in der zweiten Liga, wir sind auf Platz 8 in der ersten Liga. Ja. Also der Pegelstand eindeutig zu unseren Gunsten, würde ich sagen. Ne? Ich kann mich an dieses Spiel übrigens noch sehr gut erinnern. Das war im August 2015. Trainer war damals Bruno Labbadia. Wir zeigen das hier auch nochmal auf dem Bild, das ihr gerade seht. Und im Hintergrund sieht man, wie Labbadia mit Thomas Wagner fachsimpelt. Und wir zwei Nasen stehen vorne im, stehen vorne im Bild und präsentieren unser Motto im Stadion. Und ja, tatsächlich, also 3 Jahre später sind wir ja dann zusammen mit dem HSV abgestiegen. Also wir waren wenigstens so fair und haben gesagt, wenn eure Uhr schon abläuft, dann begleiten wir euch wenigstens in die zweite Liga. Aber dann hatten wir irgendwann keinen Bock mehr und ihr seid leider hängen geblieben. Ne? Ja, ja. Gut, der HSV war zum ersten Mal da unten und musste sich natürlich auch ein bisschen umschauen mal. Ne? Kennt sich da noch nicht so aus. Wir kannten das, mussten schnell wieder weg. Ne? Und dabei ist es bis jetzt geblieben. Also positive Geschichte. Im Übrigen, Pegelstand kann man auch mal vermelden in Sachen Europa. Ne? Denn jetzt sind wir zwar so ein ganz klein bisschen wieder zurück. Wir haben ja gesagt, wir reden jetzt konsequent über Europa, egal, selbst wenn wir auf Platz 16 sind irgendwann. Aber der DFB-Pokal ist natürlich auch ein Weg nach Europa. Ja. Und das bedeutet 4 Siege. Und die Sache ist geritzt. Ne? Der Pegelstand insgesamt beim 1. FC Köln, würde ich sagen, ist ganz... Wir haben Oberwasser, ne? Ja. Nicht Hochwasser. Also der Rhein nicht. Wir sind hier aktuell bei 3,50 Meter. Ja, das ist letzte Woche an meinem Geburtstag hatten wir noch, weiß ich nicht, waren wir noch bei 6 Metern. Also da ist es kräftig bergab gegangen hier am Rhein. Und bei uns, beim FC dagegen, sieht es ganz gut aus. Flut! Würde ich sagen, ne? Torflut! Wir hoffen auf eine Torflut, ja, für uns. Ja. Ja. Und darauf, wie immer, ne? 2 Kölsch auf 3 Punkte. Und ganz ehrlich, also vor dem HSV brauchen wir auch nicht wirklich Angst haben. Also der Lewandowski des HSV heißt Sonny Kittel. Und den sollten unsere Jungs doch in den Griff kriegen, denke ich mal. Ich bin eigentlich sehr optimistisch auf das Spiel. Ich muss sagen, ich freue mich trotzdem auf die. Ist halt eine Traditionspartie. Ich freue mich sehr drauf.
Prost, Leute. Ciao.